Deutsche schätzen sich gerne größer, als sie sind. Der Kieler Professor Jürgens hat es nun endlich heraus und für die nächste Zukunft festgelegt. Männer sind im Durchschnitt 1,74 und Frauen sogar nur 1,63. Für Studenten allerdings hat der Begriff Durchschnitt einen ganz anderen Inhalt. Entschuldigen Sie, halten Sie sich für durchschnittlich? Ja. Inwiefern? Ich habe immer eine 3 gehabt, überall. Ja. Aber nicht nur Körpergröße reizte den Kieler Wissenschaftler. Er ging ins Detail. Augen- und Ellenbogenhöhe, Augenabstand, Handbreite und Körpersitzbreite, alles hat er vermessen. Wir haben kaum jemand mit durchschnittlichen Maßen getroffen und dann doch ein Erfolg bei der Fußsohle. So, das sind 26 Zentimeter. Das ist genau der Durchschnitt. Wie nun des Professors Maßeinheiten zu bewerten sind, lässt er offen. Er hat den Durchschnittsmenschen nicht gesucht, er hat ihn errechnet. Und mancher freut sich dann doch, wenn er dem Kopfbild eines Wissenschaftlers voll entspricht. Also Sie haben 57, ja. Und das ist genau Durchschnitt. Das freut mich aber. Ja, sind Sie gerne Durchschnitt? Ja, gerne. Wir wissen es, die Theorie ist grau. Was wirklich interessiert, darüber sagt uns die Untersuchung überhaupt nichts. Die Oberweite! Und über die Größe des kleinen Unterschieds erfahren wir auch nichts. So, als ob der Durchschnittsmensch geschlechtslos wäre.